Gucken wir uns doch mal ein Beispiel mit H5P an, das nicht so häufig in anderer Software zu finden ist. Es heißt Speak the Words. Und um uns das anzugucken, können wir einfach auf h5p.org gehen. Das ist genau diese Seite hier. Und dann klicke ich da oben auf Examples and Downloads. Und dann sieht man diese ganzen Sachen, die man mit H5P machen kann. Und ich suche mal das Mikrofonsymbol. Das haben wir hier, Speak the Words. So, da klicke ich drauf. Und offensichtlich bekommt man jetzt hier eine Aufgabe, klar, Speak the Words, wo ich sprechen muss. Das heißt, ich muss die Antwort nicht eintippen oder auswählen irgendwo oder rüberziehen, sondern ich muss sie wirklich sprechen. Und ich sage gleich, das ist nicht so gut fürs Aufsprachetraining. Dafür eignet sich das nicht unbedingt, weil das sehr großzügig ist. Das heißt, ich kann auch ein bisschen nuscheln, was mir ganz gut entgegenkommt. Aber grundsätzlich geht das. Ist dann eher für, sagen wir mal, für Aufgaben für kleine Kinder, die vielleicht, was weiß ich, irgendwelche Tiernamen sagen müssen, ne? Oder einfach damit sie ein bisschen ins Sprechen kommen. Dafür ist das super. Also, was muss ich tun? Speak the answer, what is 2 plus 2? Und ich gebe mir erst eine falsche Antwort. Das wäre, sagen wir mal, 3. Und dann muss ich erst auf diesen Knopf hier drauf drücken und dann muss ich sprechen. 3. Und dann sagt er mir auch, nee, ist falsch. Klar, ich kann mir die Lösung angucken, aber ich probiere es einfach nochmal. Und wieder klicke ich drauf. 4. Und ihr merkt, richtige Antwort. Also tatsächlich kann man sowas mit Spracheingabe auch machen. Könnte man sogar noch andere Sachen mitmachen. Wie gesagt, nicht unbedingt für Aussprachetraining, dafür ist es dann doch nicht präzise genug. Aber gibt bestimmt gute Einsatzszenarien. Ja, kann man halt mit H5P machen.